Halleluja. Danke, Vater, für diesen Tag. Danke, Vater, dass du bei uns bist, jeden Tag bis zum Weltende. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns begleitest. Und ich bete heute Morgen, dass du mich fühlst mit deinem Geist, dass du deine Worte in mein Herz legst, dass die Herzen offen sind, dass jede Festung, jede Höhe niedergerissen wird heute Morgen und dass das Leben verändert wird und dass das Wort mit Kraft kommt und in die Herzen durchdringt. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Schönen guten Morgen zusammen. Gott ist gut. Okay, zwei Christen im Saal. Gott ist gut. Gut. Ich bin in guter Gesellschaft. Sehr gut, sehr gut. Gott ist gut. Amen. Gestern habe ich über Identität gesprochen. Und heute möchte ich ein bisschen weitergehen. Aber kurz vorher, ich möchte kurz vorstellen, weil nicht nur für euch, auch im Internet, dass die Leute das sehen. Ich habe Buchgabe der Geistunterscheidung, ist eine totale Notwendigkeit, weil die Bibel sagt, in der Endzeit werden viele falsche Propheten kommen, verführerische Geister und so weiter. Und das muss man dann erkennen. Und dann ganz wichtig, ich habe eine MP3 gemacht, das heißt starke Männer in schwierigen Zeiten. Es gilt auch für Frauen und es ist aber speziell für Männer. Aber Frauen hören es gern. Dann können sie ihrem Mann sagen, was geht und was nicht geht. Okay. Und dann nehme ich das vom Buch Daniel. Und dann sind ganz viele Prinzipien für die Endzeit. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Prinzip, ist am Anfang, wenn Daniel, er war fest entschlossen in seinem Herzen, nicht zu sündigen gegen Gott. Und dann, man sieht, zum Beispiel, das war ein wichtiges Prinzip. Und dann sieht man mehrere Prinzipien, die noch drin sind, im Buch Daniel und da. Rede darüber. Aber wir sind in die Endzeit und es ist wichtig für uns, dass wir ein Bewusstsein davon haben, dass wir in die Endzeit sind. Und dass wir irgendwo, ich glaube, viele Sachen werden sich ändern in die kommende Zeit. Und Gott, die Bibel sagt, Gott tut nichts, ohne dass er vorher zu seinen Propheten spricht. Okay? Und wenn er zu den Propheten spricht, ist nicht nur, dass die Propheten das hören, ist, dass sie das mitteilen im Volk Gottes, damit das Volk Gottes sich vorbereiten kann auf die Zeit, die kommt. Und es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Und das hört man nicht gern. Ich habe eine Lehre gehört gehabt, also in Deutschland war sie sehr verbreitet. Und das heißt Epi-Hand-Time. Happy End Time, oder wie sagt man auf Deutsch, wie war das? Ja, glückliche Endzeit, aber auf Deutsch war es ein bisschen anders. Es bedeutet ja auf jeden Fall das Gleiche. Und dann habe ich die Leute da geredet und ich habe mit den Leuten geredet und so. Ja, das, was da steht, das ist schon passiert und so weiter und so weiter. Und es klingt ja irgendwo gut. Aber er sagt, okay Gott, du weißt alles sowieso besser. Was sagst du dazu? Und dann hat mir Gott ein Wort gegeben. Und das Wort war, das war vor längerer Zeit, vor 3-4 Jahren. Und da hat mir Gott ein Wort gegeben. Und das Wort war Israel. Und dann denke ich, wow, Israel, geht's besser? Und man sieht, was alles passiert in Israel und so weiter. Ja. Ein Wort hat gereicht, um die ganze Theologie auf den Boden zu machen. Und dann, wenn man in die Bibel schaut, ist ganz klar in 1. Timotheus 3, ja, der Heilige Geist warnt uns, die Leute werden so und so sein in die Endzeit. Oder es steht auch, der Heilige Geist sagt ausdrücklich, dass in die Endzeit schwierige Zeiten kommen. Ja? Und manche Leute sagen, ja Thierry, wieso predigst du darüber? Ich glaube, es ist sehr wichtig, darüber zu predigen, weil, dass man vorbereitet ist. Warum? Die Leute damals in China sind so amerikanische Prediger gekommen, mit Wohlstand, alles wird gut, Halleluja und so weiter. Und die Leute waren nicht bereit, wenn die schwierigen Zeiten gekommen sind. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir bereit sind auf die kommende Zeit, wie kommt. Weil es kommen schwierige Zeiten. Es wird normal alles erschüttert, alles wird erschüttert. Man braucht kein Prophet zu sein. Man sieht mit natürlichen Augen, was alles passiert in der Welt. Man sieht es. Wenn ich nicht Christ wäre, ich hätte Angst, muss ich euch ehrlich sagen. Ja, wenn man schaut, so hätte ich Angst, oh, überall Gewalt nimmt zu. Das, hier ist ein Krieg, hier ist ein Krieg. Matthäus 24, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegen, aber habt keine Angst, erhebt eure Haube, eure Häupter. Aber was wichtig ist, die Bibel sagt auch, dass in die Endzeit es wird einen großen Abfall geben. Es gibt einen großen Abfall, sie werden sich verraten, einander,
Jetzt denkt ihr, oh, ich bin gekommen heute Morgen, eine gute Botschaft zu hören. Jetzt kommt so eine Botschaft, das ist nicht so gut. Nein, nein, die Wahrheit setzt uns frei. Die Wahrheit, man muss nicht emotional sein, ja? Weil manchmal sind die Leute so emotional, oh, das tut mir nicht gut, oh, das, da hat man das gesagt. Ja, Gott warnt uns. Die Bibel ist voll mit Warnungen. Und wenn Jesus uns warnt, er möchte, dass wir vorbereitet sind für die kommende Zeit. Und ein wichtiger Aspekt für die Endzeit, wenn Jesus sagt, wenn ich komme in der Endzeit, wenn er kommt, wird er was finden? Glaube, danke. Heute Morgen werde ich über Glaube predigen. Weil ihr Glaube ist so wichtig. Gestern habe ich über Identität gesprochen und alles geschieht aus Glaube. Man ereignet sich die Identität von Christus, man identifiziert sich mit ihm, wie er sich mit uns identifiziert hat. Und all das geschieht aus Glaube. Okay? Der Gerechte lebt aus? Dankeschön. Und das ist ein Kampf, weil in die Endzeit glaube ich, dass manche Sachen nicht so sein werden, wie wir denken, dass sie sein sollen. Und wir brauchen dann Glaube. Glaube. Jesus hat so viel über Glaube gesprochen. Es ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel, Glaube. Und man sieht, was ist Glaube? Glaube ist der Heilige Geist, wie uns überzeugt, in unserem Geist von das Unsichtbare, damit das Unsichtbare realer wird für uns als das Sichtbare. Soll ich das wiederholen? Glaube ist der Heilige Geist, wie unseren Geist überzeugt, von der Unsichtbare, damit der Unsichtbare realer wird für uns als das Sichtbare in dem, was wir leben. Und das wird eine Notwendigkeit in der Endzeit. Ich glaube, wir werden manchmal übernatürliche Versorgung haben. Ich glaube, sogar manche Leute werden von einem Ort oder anderen, so wie Philippus da, Express, zack, entrückt und irgendwo hingestellt und so weiter. Braucht man keinen Diesel, kein Benzin, super. Zack, Gott wird uns einfach irgendwo von irgendwo versetzen. Ich glaube, Wunder und Zeichen werden am Tagesordnung sein. Ich glaube, es wird so viel Herrlichkeit da sein, aber auch Verfolgung. Und da müssen wir auch vorbereitet sein. Und es ist interessant. Die Bibel sagt in Römerbrief, also man hat gesehen, Glaube ist übernatürlich, Glaube kommt von Gott, ist der Glaube von Gott, wie man bekommt, ist nicht unser Glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, nein, nein, ist der Glaube, wie von Gott kommt. Es ist göttlicher Glaube, wie wir bekommen, weil Glaube kommt aus dem Wort und das Wort bringt Glaube. Glaube kommt, nicht vielleicht, Glaube kommt durch das Wort Gottes. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir Christen das Wort Gottes lesen, das Wort Gottes meditieren, das Wort Gottes wie Infusion, sagt man das auf Deutsch? Infusion, ja, so in sich reinnehmen, so, dass es ein Teil wird von uns, weil das ist das Ziel von Gott. Im Römerbrief, Kapitel 3, sehr interessant, da steht, hört gut zu, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, hör gut zu jetzt. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. Glaube ist ein Gesetz. Wow, Glaube ist ein Gesetz. Und Gesetze bleiben ewig. Und die Bibel sagt ganz klar, dass Glaube ein Gesetz ist. Und die Bibel sagt in Matthäus 21, Vers 22, alles, was wir bitten mit Glaube, durch Gebet, werden wir empfangen. In Apostelgeschichte 3, Vers 16, es ist durch Glaube in sein Name, dass er wieder gestärkt hat, der wie ihr seht. Es ist der Glaube in ihm, wie dieser Mann an vollkommene Heilung bekommen hat. Es ist sehr viel, sehr viel, sehr viel über Glaube in der Bibel. Es gibt sogar ein ganzes Kapitel, Hebräer 11, über Glaube. Und manche denken, ja, jetzt muss ich mich anstrengen, so wie im Bodybuilding, oh, 10 Kilo hochheben und dann 20 Kilo. Und dann, ja. Nein, glaub noch. Du brauchst keinen großen Glaube, du brauchst einen Glaube wie ein Senfkorn, sagt die Bibel. Aber Glaube. Und der Glaube wird immer angegriffen. Glaube, mein Glaube beherrscht mein Leben. Ich wiederhole das. Mein Glaube beherrscht mein Leben. Was ich glaube, wird mein ganzes Leben beeinflussen. Wie siehst du die Zukunft?
ja, es wird schwierig sein, es wird das sein, aber in dem alle sind wir mehr als Überwinder. Und wenn wir jetzt leben, wird uns Gott die Fähigkeit geben, nicht nur zu überleben, aber mehr als Überwinder zu sein. Was hat die Welt besiegt? Hebräerbrief. Durch Glaube. Durch Glaube. Wow. Seht ihr, wie wichtig der Glauben ist? Und das ist ein ganz wichtiges Thema. In der Bibel ist alles über Glaube. Glaube, Gott möchte, dass wir das Gesetz des Glaubens in Aktion setzen. Okay? Man kann viel glauben, wenn man sieht, Sonntagmorgen in der Gemeinde, soweit alles gut geht, Halleluja, Gott ist gut und so weiter und so weiter. Aber wenn Schwierigkeiten sind, wenn Probleme sind, wo ist dann unser Glaube? Unser Glaube muss bewährt werden. Ja? Es muss eine Bewährung kommen von unserem Glauben. Gott hat gesagt, wir haben Macht bekommen über alle Macht der Finsternis und nichts wird uns schaden. Wir haben Autorität bekommen, wir haben Macht bekommen. Autorität ist die Erlaubnis Gottes, seine Kraft zu benutzen oder seine Macht zu benutzen. Okay? Das ist Autorität. Und das haben wir bekommen, Dämonen auszutreiben, Kranken heilen und so weiter und so weiter. Aber wie geschieht das alles? Durch ein Gesetz, durch Glaube. Glaube ist wie eine Brücke zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Es bringt das Unsichtbare in das Sichtbare. Es ist wie eine Brücke, ist der, wie könnte man sagen, das Geld-Exchange, ja, Austausch mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Ist alles durch Glaube. Und das ist wunderbar. Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn. Und deswegen ist es gut, dass ihr hier seid in der Gemeinde, weil ihr wird gelehrt, ihr werdet was hören, ihr wird Glaube wird vermittelt. Und deswegen ist es gut, dass Glaubensprediger da sind, Leute, die im Glauben leben und Glaube vermitteln. Ja, weil Glaube ist wichtig. Ich lebe seit über 20 Jahren im Glaube. Ich habe nicht eine Gemeinde, wie man jeden Tag, jeden Monat einen Check macht und so. Ich reise rum in der Welt, 3 Vollzeitmitarbeiter. Und Gott ist ein guter Gott, er versorgt. Nicht, weil ich verdient habe, ist alles Gnade. Ja? Und manchmal muss ich euch ehrlich sagen, jetzt geht es mit dem Glaube. Aber manchmal habe ich nicht so Glaube gehabt. Aber trotzdem, Gott hat trotzdem versorgt. Ja? Aber es ist wichtig für uns in dieser Endzeit, dass wir festhalten. Weil Glaube ist auch Festhalten. Glaube ist nehmen, was uns gehört. Wir sind Erbe. Glaube nimmt. Glaube ist unsere Hand. Und wie sind wir gerettet? Durch Gnade und Glaube. Gnade ist, wenn uns Gott gibt, was wir nicht verdient haben. Zum Beispiel der Rettung. Er gibt uns seine Hand. Und Glaube nimmt die Gnade. Amen. Alles ist uns. Alles gehört uns, sagt das Wort Gottes. Aber wir müssen es Glaube nehmen. Glaube nehmen. Wie funktioniert es? Erstens müssen wir das Wort hören. Das ist der erste Teil. Glaube sollte wie eine zweite Natur sein in uns. Wie funktioniert Glaube? Das ist eine gute Frage. Römer 10, Vers 10. Wenn wir Glaube in unserem Herzen, erlangen wir zur Gerechtigkeit. Und es ist, wenn wir bekennen mit unserem Mund, dass wir zur Errettung kommen. Es funktioniert mit zwei Teilen, das Herz und das Bekenntnis. Das Herz, Glaube ist im Herzen und Bekenntnis ist, was man bekennt mit seinem Mund. Wir sind nach deinem Bild Gottes geschaffen. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Und was hat Gott gemacht zum Beispiel? Am Anfang war Tohu Wohu, es war ein Chaos am Anfang. Was hat Gott gemacht? Gott hat gesprochen. Gott hat die Situation hineingesprochen
und die Situation hat sich verändert. Und für uns Christen, wenn wir in einer Situation sind, Gott möchte, dass wir aktiv handeln und dass wir sprechen die Wahrheit vom Wort Gottes in die Situation hinein. In der Realität sprechen wir die Wahrheit. Und was passiert dann? Jede Knie muss sich beugen vor die Wahrheit, weil die Wahrheit ist eine Person und das ist Jesus. Die Realität ändert sich durch die Wahrheit, weil die Wahrheit ist Power und die Wahrheit bleibt in aller Ewigkeit. Unsere Realität kann verändert werden, wenn wir die Wahrheit hineinsprechen, im Glaube. Könnt ihr nachvollziehen? Ich glaube manchmal, wenn wir mit Jesus wären, dann man denkt, oh, der Mann, der ist nicht normal. Überlegt mal, wir sind jetzt mit Jesus unterwegs, da im Park da draußen, von da, und auf einmal hält er vor einen Baum und fängt an, mit dem Baum zu sprechen. Was wird man denken? Hey, was ist jetzt los? Was ist los, Rabbi? Was ist los, Herr? Was machst du da? Du sprichst mit einem Baum? Ja, es gibt Leute, die machen das in Esoterik und so. Wirklich, die sprechen mit den Bäumen, die küssen die Bäume und was weiß ich alles. Ich spreche nicht davon, aber Jesus halt an und spricht zu einem Baum. Und dann denkt man, wieso steht das in der Bibel? Weil es gibt ein Prinzip dahinten, wie Gott möchte, dass wir lernen, dass wir Autorität haben, auch über die Materie. Ich spreche zu meinen Pflanzen zu Hause und die wachsen. Meine Frau hat gedacht, die Pflanze ist tot. Er sagt, nein, die wird leben in Jesu Namen. Du bist eine schöne Pflanze und so weiter und so weiter. Die ganze Schöpfung erwartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Warum? Weil wir haben Einfluss. Wir sind wie Götter hier auf dieser Erde. Das steht in einem Psalm. Weil Gott hat alles uns delegiert, damit wir regieren auf dieser Erde, damit wir Autorität ausüben. Und deswegen hat er uns die Autorität auch gegeben, damit sein Reich komme und sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erde. Wir sind Agenten von Veränderung. Aber mein Volk geht um einen Mangel an Erkenntnis. Wenn wir nicht wissen, welche Autorität das wir haben, wenn wir nicht wissen, wie es funktioniert im Reich Gottes, können wir das nicht gebrauchen. Und wir sind Kinder Gottes. Er hat uns Macht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Wir sind nicht irgendwo, was weiß ich was. Wir sind Kinder Gottes. Du bist ein Kind vom allerhöchsten Gott. Amen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass du aber ein Botschafter Christi bist. Und dass wir berufen sind, die Welt zu versöhnen mit Gott. Weil wir versöhnt sind mit Gott, können wir die Welt versöhnen. Wir können nur etwas geben, was wir bekommen haben. Und wir haben Versöhnung bekommen. Entschuldigung, unser Auftrag ist, Versöhnung zu bringen in uns. Durch das Wort Gottes haben wir die Macht, der Tote zum Leben zu bringen. Wenn wir predigen das Wort Gottes zu toten Menschen, geistlich tot, wenn sie glauben in ihrem Herzen und dann bekennen mit ihrem Mund, kommen sie von Tod zum Leben. Wow. Gott hat uns so eine Verantwortung gegeben. Das soll keine Last sein, das soll eine Freude sein. Gott hat uns Verantwortung gegeben. Umso mehr, dass man Autorität hat, umso mehr hat man Verantwortung. Leute wollen immer Autorität, viel Einfluss haben und so weiter. Aber umso mehr hat man eine Verantwortung. Und Gott möchte, dass wir aus Glaube leben. Der Gerechte lebt aus Glaube, nicht aus das Sichtbare. Aber weil wir von der Welt kommen und jahrelang durch unsere Seele, durch was wir sehen, was wir fühlen, was wir hören, geprägt sind, ist es jetzt ein totaler Prozess, eine Änderung von unseren Gedanken, eine Änderung von unserer Gesinnung, damit wir bewusst werden, dass es eine unsichtbare Welt gibt und eine sichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt beeinflusst die sichtbare. Und die sichtbare beeinflusst manchmal das Unsichtbare. Aha. Was wir sagen, was ihr bindet auf Erde, im Himmel wird gebunden auf Erde. Und im Gegenteil auch. Wenn wir Sachen sprechen, im Natürlichen hier auf der Erde, passiert was. Ich bin überzeugt, wenn wir beten, wenn wir das Wort Gottes beten, wenn wir beten, Herr, dem Wider Gottes, fängt an, die Engel sich zu bewegen. Ich bin überzeugt.
Ich bin überzeugt. Mit dem Pastor gesprochen, es gibt viele Lehre über Engel. Ne? Und ich glaube, es gibt gute Lehre über Engel, aber ich glaube, es gibt auch falsche Lehre über Engel. Und deswegen ist es gut, dass man richtig gelehrt wird über Engel. Weil die Engel sind da, um uns zu dienen, sagt der Hebräerbrief. Ich habe manchmal Engel gesehen, manchmal, nicht immer, aber oft habe ich Engel gesehen, wisst ihr wann? Bei Evangelisation. Ist interessant. Ich kann mich erinnern, ich war draußen, habe evangelisiert. Auf einmal sehe ich einen Engel mit einem Schwert und er lächelt mich an. Ich sage, okay, hallo, geh weiter und denk weiter. Oder meine Großmutter, die war Zeuge Jehova. 20 Jahre Zeuge Jehova. Und ich war Drogenhändler, Zuhälter, alles Mögliche. Und ich komme, ich erzähle das Evangelium. Die glaubt man nicht. Mehrmals habe ich erzählt, sage ich, das ist nicht, wie mein Leben sich verändert hat. Die glaubt man nicht. Einmal bin ich bei ihm, ich kann mich erinnern, im Wohnzimmer, ich sitze da und auf einmal sehe ich einen Engel an der Tür. Und auf einmal sagt sie, du, wie macht man, um gerettet zu werden? Das ist ja cool. Und nachher habe ich sie zu Jesus geführt und so. Und nachher habe ich überlegt, wow, vielleicht weil der Engel da war, ich weiß nicht, vielleicht hat er Dämonen ausgetrieben oder hat die Atmosphäre vom Himmel gebracht, dass sie so eine Veränderung war. Aber Engel sind da, sind sichtbare Wesen, wie da sind. Okay? Die sind da und die sind da, um uns zu dienen, damit das Reich Gottes vorangetrieben wird. Das ist unsere Aufgabe. Und das geschieht alles durch Glaube. Glaube. Ich kann mich erinnern, ich habe viel evangelisiert auf der Bibelschule und manchmal war kein Ergebnis da und ich war echt traurig und so weiter. Und dann ist jemand von der Bibelschule gekommen, wie sehr prophetisch war, gesagt, weißt Thierry, mach einfach weiter. Die Worte, die werden weiter, die sind gesät in die Herzen und Gott wird das gebrauchen. Manchmal in die Zukunft, mach einfach weiter, evangelisier weiter. Wieder aus Glaube. Aber wir wollen immer alles gleich sehen. Wir sind McDonald's Gesellschaft geworden. Guten Tag, was möchten Sie? 2 Cheeseburger, ein Cola, ja klein, groß, mittel, bitter und Eis. Okay, möchten Sie noch einen Sunday dazu oder einen Nachtisch oder so? Nein, danke, okay, es macht 8,10 Euro, Kasse Nummer 2. Dankeschön, zack, tick, tack. Und so ist es manchmal im Glaube als Christen, Gott macht das. Das ist nicht geschehen. Durch Aussage und Geduld erlangen wir die Verheißung Gottes. Manchmal kommt es gleich, aber manchmal muss man ausharren. Kennt ihr die Witwe, wie sie weiter und Gott sagt, wow, sie hat was gekriegt. Manchmal ist ein Kampf da. Manchmal erlaubt das, manchmal ist ein geistiger Kampf da, aber manchmal benutzt das Gott, um unsere Muskeln zu trainieren. Um Christus in uns mehr und mehr zu formen. Manchmal suchen wir Gott und wir haben keine Antwort. Weil Gott will sehen, suchen wir ihn wirklich? Gehen wir wirklich suchen und klopfen und klopfen und klopfen? Es ist nicht, dass Gott nicht antworten will, aber er will uns formen. Gott hört gut zu. Gott ist mehr interessiert an unserem Charakter als alles andere. Weil das wir bleiben in die Ewigkeit. Aber wir haben manchmal nicht diesen Blick von der Ewigkeit, wir haben manchmal nur einen Blick von heute. Und heute, wir leben von heute auf morgen und wir vergessen den Blick in der Ewigkeit. Aber wenn wir diese Gesinnung haben, wow, in die Ewigkeit, was wir jetzt machen hier auf der Erde, wird einen Einfluss haben, auch wo wir die Ewigkeit verbringen. Weil es gibt einen Ort, ganz hinten sind die Leute, mit wie ich gelernt habe, wie ganz hinten sitzen, wie in der Schule. Nein, aber es gibt verschiedene Orte, auch in der Ewigkeit. Und jetzt planen wir unsere Ewigkeit. Und Gott möchte, dass wir aus Glaube leben. Und Glaube ist wunderbar. Glaube ist nicht mehr Vertrauen auf deine Fähigkeit, auf alles, ist alles auf ihn zu vertrauen, ist Gott zu vertrauen. Und das ist, was Gott möchte, weil er ist ein Vater und er möchte, dass seine Kinder ihm vertrauen. Er möchte, dass die Kinder total ihm vertrauen. Und ich habe eine gute Nachricht. Es wird Rezeption geben, im Himmel gibt es keine Rezeption. Es wird, was weiß ich, vielleicht Krankheiten geben und alles Mögliche, im Himmel gibt es das nicht. Und wir müssen echt lernen. Ich glaube wirklich, dass Gott sein Volk will, dass sein Volk stark ist. Aber wie geschieht es? Weil wir Gott kennen.
Und Gott kennen ist eine intime Beziehung mit ihm zu haben. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich weiß ganz genau, meine Frau die Treppe runterkommt, meine Tochter die Treppe runterkommt oder mein Sohn die Treppe runterkommt. Ich weiß ganz genau, wer es ist. Das ist meine Frau. Warum? Ich habe eine Beziehung, Intimität. Und das möchte Gott, dass wir eine Intimität haben mit ihm. Und dann wissen wir, wow, das will Gott machen, das will Gott nicht machen. Und das schafft Glaube in uns. Gott möchte, dass wir die Endzeitgemeinde, hört gut zu, die Endzeitgemeinde, die wird entrückt. Warum? Weil sie wie Enoch mit Gott wandelte. Wandelte mit Gott und Gott nahm sie zu sich. Wow. Und die Endzeitgemeinde, die wird mit Gott wandeln. Gott möchte, dass wir mit ihm eine ganz intime Beziehung haben, dass wir mit ihm wandeln, damit, wenn die Zeit ist, er kann uns auch nehmen. Und es ist etwas ganz Konkretes. Es ist nicht irgendwo für spezielle Leute oder Leute, die abgedriftet sind irgendwo. Nein, ist ganz normal, eine Beziehung zu haben mit Jesus. Es ist ganz normal, seine Stimme zu hören. Es ist ganz normal, Wunder zu erleben. Wir sind von neu geboren. Wir sind neue Schöpfungen. Wir sind eine neue Spezie, eine neue Rasse von Gott geboren, übernatürlich geboren. Und es ist normal, dass wir übernatürlich leben. Es ist nicht für ein paar Spezialisten, wie ein Mikrofon habe oder was weiß ich. Es ist für jeden Christ. Amen. Das Übernatürliche sollte normaler sein für uns. Es ist normal, wenn jemand krank ist bei deinem Arbeitsplatz. Bist krank, komm, ich bete für dich. Ich glaube, dass Gott heilt und tack, betest. Am Anfang war heftig. Ich war frisch bekehrt, Feuer gehabt. Und ich kann mich erinnern, ich habe evangelisiert auf der Pacht. Auf einmal sehe ich eine Frau im Rollstuhl und kommt eine Salbung, aber total stark auf mich zu. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich habe nur nicht so die Stimme Gottes vernommen und ich war noch jung im Glaube. Ich habe den Eindruck gehabt, ich müsste zu dieser Frau gehen zu beten und sage, sie soll aufstehen vom Rollstuhl. Okay, gehe hin. Und auf einmal habe ich einen Gedanke, ja, und wenn es nicht passiert, das wird eine Schande sein für Gott. Und ich wie ein Double, ich habe das geglaubt. Und dann bin ich nah an der Frau gegangen. Aber es war so eine Salbung, die hat angefangen zu weinen. Und dann durfte ich sie zu Jesus führen, aber ich habe nicht gebetet, dass sie Heilung hatte. Und dann hat sie mir erzählt, sie wollte sich umbringen und so weiter und so weiter. Aber seht ihr, wie der Feind durch eine Lüge, wie ich geglaubt habe, ein Hindernis gebracht hat. Man hat nichts zu verlieren. Gott, wenn die Person nicht geheilt ist, ist sie nicht geheilt. Wo ist das Problem? Haben wir unseren Ruf verloren? Ist der Ruf ruiniert? Lebt sich ungeniert? Jawohl. Haben wir noch einen Ruf? Ist egal, was Menschen denken. Wichtig ist, was Gott denkt. Ich denke, Gott und die Engel, die lachen sich kaputt manchmal im Himmel. Die sagen, oh Mann, was machen die wieder da unten? Sie trauen sich. Aber Gott freut sich, wenn wir rausgehen aus dem Boot von unserer Tradition, von unserer Bequemlichkeit, von unserem sogenannten christlichen Leben, wie wir leben, wie gar kein christliches Leben ist, im Sinne Gottes, im Sinne vom Wort Gottes. Wenn man das Wort Gottes liest, alle, die ganze Gemeinde war in Aktion, nicht nur ein paar. Die ganze Gemeinde hat sich bewegt, die ganze Gemeinde hat Dämonen ausgetrieben, die ganze Gemeinde war am Wirken. Amen. Und das ist ein normaler Zustand von der Gemeinde. Der normale Zustand, jeder von euch, die wie glaube, diese Zeichen werden folgen. Es ist biblisch oder nicht? Oder reißt sich das Stück weg von der Bibel? Das ist kein Verdammnis. Ich bin nicht da, um euch zu verdammen. Ihr macht ja eine Jüngerschaftsschule und ihr wird gelernt da. Also ich hoffe, dass ihr lernt, wie man Dämonen austreibt, die Krankheit und so weiter. Und dann, ach super, wir haben das gelernt. Ja, das ist gut. Aber jetzt muss man, Glaube ist immer aktiv. Glaube ist immer aktiv. Zeig mir, was du glaubst. Kannst lange reden, ist okay, ist wunderbar, aber zeig's mir. Die Leute werden beeinflusst von was sie sehen, von was sie erleben. Glaube ist aktiv und ist immer aktiv in Liebe. Und man muss jetzt nicht ein Calimero machen, oh, jetzt bin ich sauer, ich bin gekommen heute Morgen und der zieht mir die Ohren lang und ich bin verdammt und so weiter. Nein, nein, das ist vom Teufel. Der Teufel will dich, der du dich einklagen, das machst du nicht. Aber Gott will dich ermutigen, es gibt mehr. Halleluja. Es gibt mehr. Amen.
und ich will alles erleben, was Gott für mich hat. Okay, ist total begeistert. Hey, das Leben mit Gott ist wunderbar. Es ist nie langweilig. Wenn es langweilig ist, vielleicht lebst du nicht dein wirkliches Christentum. Weil wirklich mit Gott ist es nie langweilig. Auf einmal bist du da, auf einmal spricht Gott zu dir, er gibt dir ein Wort für jemanden, du betest für jemanden, ist geheilt, du treibst Dämonen aus, du hast irgendwo, es ist nie langweilig. Gott ist nicht langweilig und mit Gott zu leben ist nicht langweilig, es ist volle Freude. Sie waren voll Heiligen Geist und voll Depression, Brüder und Schwestern. Nein, sie waren voller Heiligen Geist und voller Freude. Halleluja. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, aber du weißt nicht, wo ich durchgehe. Ist mir egal. Gott weiß es. Ich weiß, du gehst vielleicht durch schwierige Situationen. Ich gehe auch durch schwierige Situationen. Aber ich erinnere mich an eins. An eins erinnere mich. Ich bin errettet. Ich habe es nicht verdient. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Ich schaue auf ihn. Und das bringt mir wieder Freude, weil Psalm 16, Vers 11 sagt, vor sein Angesicht ist er Fülle der Freude. Nehmen wir Zeit, vor sein Angesicht ist eine Fülle der Freude. Und man sieht, wenn Leute mit Gott leben, man sieht auf ihr Gesicht. Man sieht es, oder? Man sieht, die Leute sind voller Freude. Ja. Okay. Okay, ich trinke gerade was. Manchmal könnte man glauben, dass Leute in den Essig getauft sind. Wir sind voller Freude. Amen. Gott hat das Beste für uns. Halleluja. 2. Korinther 4, Vers 13. Und wir haben denselben Geist des Glaubens, wie ausgedruckt ist in der Schrift, ich glaubte, deswegen habe ich geredet. Wir auch, wir glauben und deswegen reden wir. Wenn wir glauben, reden wir. Glaube, hört gut zu, Glaube kommt vom Wort Gottes. Und Glaube wird freigesetzt durch unsere Worte. Ich wiederhole. Glaube kommt zu uns durch das Wort Gottes. Und Glaube wird freigesetzt durch uns, wenn wir das Wort sprechen. Halleluja. Wenn wir den Glauben aussprechen, ist unser Herz und unser Mund in Einheit und in Einheit mit Gott. Die Bibel spricht über Bekenntnis. Ich halte fest an Bekenntnis. Und dieser Bekenntnis, das Wort, ist ein griechisches Wort, wie bedeutet das Gleiche sage wie Gott. Wow, das Gleiche sage. Wir sagen das Gleiche wie Gott. Wenn wir krank sind, durch seine Wunde sind wir geheilt. Glaube ist etwas Reales. Glaube, und dann kann man denken, ja, aber wieso? Die Bibel spricht davon, Jesus gestorben vor 2000 Jahren, hat er unsere Krankheit getragen, er hat uns errettet und man ist nicht gesund. Er weiß, der Kampf. Und der Kampf ist ein guter Kampf, ist kein schlechter Kampf, ist der gute Kampf des Glaubens. Ich habe euch gesagt, seit über einem Jahr, ich habe einen Bruch gehabt da am Fuß. Ich habe immer noch Kämpfe. Manchmal ist es Quolle am Morgen, manchmal ist es Quolle, wenn ich predige. Aber es ist mir egal. Ich predige, ich stehe, ich laufe, ich hüpfe, alles Mögliche. Wie wenn nichts wäre, ich gehe einfach voran. Amen. Ist einfach. Ich bin geheilt durch seine Wunde. Fertig. Ich nur nicht in Sichtbare da, aber es kommt. Amen. Es kommt, weil es steht. Ja, aber wieso kann das sein, dass vor 2000 Jahren das war und wieso kann das jetzt sein? Ganz einfach. Die Ewigkeit ist nicht eine Zeit wie jetzt. Ja? Die Zeit von jetzt, die vergeht und so weiter und so weiter. Aber man kann jetzt in die Ewigkeit hineingehen und die Sache erleben, wie Jesus. Zum Beispiel, ich war schon mal mehrmals in der Ewigkeit. Ich habe zum Beispiel Jesus am Kreuz gesehen. Ich habe gesehen, dass Jesus vor mir vorbeigegangen ist. Ich war bei den ersten Christen in den Katakomben. Ich war da. Ja, wie können die da sein? Ich war im Gebet und auf einmal war ich da. Ich habe die ersten Christen gesehen, ich habe Jesus gesehen. Ich war da, im Geist war ich da.
Und das ist möglich für jeden von uns. Wenn wir Gott suchen, ich suchte Gott, Achtung, ganz wichtig, ich suchte Gott, ich suchte nicht ein Erlebnis. Weil wenn wir Erlebnisse suchen, wird uns der Teufel Erlebnisse geben. Aber sucht Gott. Wir sollen Gott suchen. Und in dem, dass ich Gott suchte, hat mich Gott genommen und hat mich, ich habe selber nichts gemacht, Gott hat das gemacht und hat mich Sachen erfahren lassen. Und das hat echt meinen Glaube auch gestärkt, weil ich war da. Ich habe gesehen, was passiert ist am Kreuz und so weiter. Und deswegen, wir haben Einspruch auf diese Sachen, in die unsichtbare Welt hineinzugehen und die Sache zu holen. Weil das gehört uns. Israel sollte auch aus Glaube das Land annehmen. Sollte aus Glaube gehen. Aber sie waren mehr beeinflusst durch das Sichtbare. Ja, wir sind kleine, da sind Riesen da und wir können das Land nicht annehmen und so weiter und so weiter. Was bestimmt unser Leben? Was führt unser Leben? Was glauben wir? Glauben wir mehr unsere fünf Sinne? Oder glauben wir mehr, was in unserem Geist ist? Leben wir durch den Geist oder leben wir durch den Fleisch? Wie leben wir im Alltag? Und das ist für uns, jede für uns ein Prozess. Wir sind alle am Lernen. Ist keine Anklage, nichts. Wir sind alle am Lernen, wir sind alle am Wachsen, wir sind alle in einem Prozess von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Sieg zu Sieg. Aber es ist wichtig für uns, dass wir lernen, im Glaube zu wandeln. Und wie wir gesehen haben, es ist ein Gesetz des Glaubens, es hat mit dem Herzen zu tun und es hat mit dem Mund zu tun. Vielleicht sollten wir unser Programm ändern in unserem Herzen, in denen das war die Gesinnung erneuert, und dann auch, dass wir unsere Sprechen ändern. Statt Negative, statt über Probleme zu sprechen und statt zu Gott zu sagen, wie groß unsere Probleme sind, zu unseren Problemen zu sagen, wie groß unser Gott ist. Amen. Eine Änderung der Gesinnung, eine andere Änderung in unseren Herzen, eine Änderung des Sprechens wird unser Leben verändern. Was wir sehen, auch mit unserem Mund, die Worte, wie wir sehen, das werden wir ändern. Das Beste ist für uns. Das Beste ist vor uns. Amen. Ich glaube das wirklich. Sogar wenn es für die Welt vielleicht verrückt ist, aber das Beste ist für uns. Es ist interessant. Die Bibel sagt, ich sage euch in Wahrheit, wenn du das sagst, wenn du zum Bericht sprichst in Markus 11, Vers 23, ist ganz wichtig, wenn wir aussprechen, dass wir das glauben. Weil die Bibel sagt, wenn du das glaubst, dass es zustößt, wirst du es sehen. Hört gut zu. Zuerst glaubt man und dann sieht man. Markus 11, zweifeln seine Messias, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Zuerst glaubt er, er spricht es aus und dann wird es geschehen. Seht ihr den Prozess? Er glaubt, spricht aus und dann wird es geschehen. Aber wir wollen sehen und dann glauben wir. Und das ist kein Glaube mehr. Okay? Ist kein Glaube. 1. Johannes 5, Vers 15. 1. Johannes 5, Vers 15. Hier geht es auch um Gebet, ist ganz wichtig. 1. Johannes Kapitel 5, im Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört. Amen. Wenn wir beten, wir wissen, dass Gott uns erhört. Ist sicher. Gott erhört uns. Was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Wow, ist eine feste Überzeugung. Glaube ist eine feste Überzeugung. So wie mit Jesus. Jesus sagt zu der Frau in Lukas 13, Vers 12. Lukas 13, Vers 12. Seht ihr die Prinzipien
von Glaube, wie es funktioniert, geht's? Könnt ihr nachvollziehen? Werden ein anderes Beispiel sehen? Lukas 13, Vers 12. Als Jesus sie sah, rief er zu sie: Frau, sagt er, du bist von deinem Leiden frei. Jesus spricht, du bist frei. Und dann geht's weiter mit dem Vers. Und legte hier die Hände auf. Sofort konnte sie sich wieder aufrichten und sie lobte Gott. Zuerst hat er ausgesprochen, hat er die Hände aufgelegt und dann ist passiert. Er hat geglaubt und weil er geglaubt hat, hat er es ausgesprochen und es ist geschehen. Amen. Seht ihr, wie es funktioniert? Glaube, aussprechen, tun, was uns Gott sagt und dann wird es geschehen. Okay. Geht's? Okay, es ist ziemlich ruhig. Das Gleiche, ihr braucht nicht das aufzustellen, ihr könnt notieren. Lukas 17, Vers 13, mit den 10 Leuten wie Lepra hatten, wie zu Jesus kommen. Jesus, wenn er sie gesehen hat, hat gesagt, geht hin und zeigt euch zu den Priestern da. Und sie gehen hin und indem, dass sie gegangen sind, werden sie geheilt. Wow, hier ist ein anderes Prinzip. Gott spricht zu uns, wir haben Glaube und wir handeln nach dem Glaube, was uns Jesus gesagt hat und dann geschieht ein Wunder. Wow. Gott spricht, wir tun und ein Wunder geschieht. Wir sind nicht verantwortlich für das Wunder, das ist Gottes Sache. Wir sind verantwortlich für das Gehorsam. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, legt die Hände auf die Kranken, sie werden geheilt, spricht in der Zunge, treibt die Dämonen aus und so weiter und so weiter. Es ist das ganz normale christliche Leben, weil wir von neu geboren sind. Wir sind übernatürlich von neu geboren. Wir haben und deswegen möchte Gott, dass wir übernatürlich leben, nicht wie diese Welt lebt, aber wir leben aus Glaube. Die Leute sind depressiv, wenn sie ihre Arbeit verlieren, wenn sie kein Geld haben, wenn sie das nicht haben, wenn sie Zellen nicht haben, wenn sie jenes nicht haben und so weiter. Wir wissen, dass unsere Versorger, wir vertrauen nicht an die Versorgung, wir vertrauen unseren Versorger. Könnt ihr den Unterschied verstehen, was ich versuche zu vermitteln? Die Leute in der Welt, die vertrauen die Versorgung. Wir vertrauen den Versorger. Und Gott ist groß, Gott ist allmächtig. Gott hat alles, keine Krise im Himmel, nichts. Und für die Zeit, wie kommt, Gott will uns trainieren, dass wir lernen, mehr und mehr aus Glaube zu leben. Und das ist gut. Ja, aber Glaube ist ein Risiko. Ja, ist ein Risiko. Aber es ist ein größeres Risiko, nicht Gott zu vertrauen. Wir müssen raus wie Petrus. Jesus sagt, komm, ich bin es, komm raus. Er ist rausgestiegen aus dem Boot und läuft auf Jesus zu. Auf einmal kommen die Welle. Da-da-da-da. Und so ist es manchmal mit uns, das Glaube. Wir sind wie Petrus, wir glauben. Wir gehen raus, ich glaube Gott. Und auf einmal kommen die Welle, die ganzen Probleme. Und wir schauen auf die Welle, statt auf Jesus zu schauen. Und was passiert dann? Oh, man geht runter. Und in dem, dass er runtergeht, sagt Jesus, ich habe das gesagt, muss glauben jetzt komme ich selber zurecht. Nein, was hat Jesus gemacht? Sofort streckt er seine Hand aus. Sofort steht im Wort, streckt er seine Hand aus. Er freut sich, wenn du rausgehst, sogar wenn du einmal fällst, sogar wenn du einmal zweifelst, ist egal. Wir sind in einem Prozess, wo wir lernen, im Sieg zu leben, im Glaube zu leben. Es ist ein Prozess. Aber wenn wir Kinder sind und wir bleiben auf unsere Dreiräder, und wir steigen nicht ab und wir gehen nicht mal auf ein Fahrrad oder vier Räder dann und dann sind die zwei Räder weg. Wenn das nicht weitergeht und glaube, das christliche Leben ist nur Donnerstagabend im Gebet und Sonntagmorgen, ich komme in die Gemeinde und dann bin ich wieder ein U-Boot-Christ, ich gehe wieder unten und man sieht mich wieder nicht und dann komme ich wieder hoch. Nein, ein christliches Leben ist jeden Tag mit Gott. Halleluja, jeden Tag, jeden Augenblick mit Gott und wir sind da, um den Unterschied zu machen in dieser Welt und das geschieht alles durch Glaube. Amen. Glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Ihr seid total begeistert, ihr begeistert mich. Ich muss mich selbst ermutigen, Mann. Halleluja. Der Glaube, wisst ihr,
Ja. Halleluja. Abraham rufte die Sarah. Oder ich glaube, Römer 4, Vers 17 steht, er rufte die Sarah, wie sie nicht sind, so wie wenn sie waren. Wow. Hebräer 6, Vers 12. Hebräer 6, Vers 12. Dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild derer durch Glaube und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hat. Glaube und Geduld. Glaube ist gut, aber Geduld. Gott gibt mir Geduld sofort. Ja? Oft, wenn, ich kann mich erinnern, ich war frisch bekehrt, oder kann mich erinnern, der Pastor hat gesagt, wenn ihr für Geduld betet, werden Probleme kommen. Also ich werde nicht für Geduld beten dann. Sagt oft, wenn ihr für Geduld betet, werde ein Problem kommen, damit ihr Geduld lernt. Habe ich gesagt, ich bin nicht blöd, ich bete nicht für Geduld. Schon kommen Probleme und ich muss Geduld lernen. Ich bin geblieben, seht ihr? Halleluja. Durch Ausharren, andere Übersetzung sagt, durch Ausharren, hier steht Geduld, aber andere Übersetzung sagt Ausharren. Wisst ihr, wenn ihr verheiratet seid und zum Beispiel der Mann seid in einer Ehe und eure Frau ist schwanger, ihr sagt nicht, ja, ah, wir werden nicht den Namen von dem Kind aussuchen, das Kind gibt es noch nicht, das Kind ist noch nicht da. Das Glaube, mit Glaube ist genau das Gleiche. Man glaubt, dass man empfangen hat, weil es ist schon geschehen in der geistlichen Welt. Man kann also schon darüber sprechen, ist wie Abraham und seine Frau. Überlegt mal. Sarah spricht zu Abraham. 100 Jahre war der Typ. Und die Bibel sagt, es ist nichts mehr gegangen und seine Frau auch nicht mehr, sie könnte keine Kinder haben. Und dann spazieren sie, diese zwei ältere Leute ohne Kinder, und die Frau sagt, Abraham, Vater von vielen. 100 Jahre alt. Überlegt mal. Ihr seht jetzt zwei ältere Leute in Ludwigsburg, die haben keine Kinder. Und die Frau sagt zu ihrem Mann, Vater von vielen. Ihr denkt, oh je, die sind jetzt alt, die erzählen Blödsinn. Nein, nein, sie hat Glaube ausgesprochen. Und sie haben im Glaube gelebt. Abraham lebte aus Glaube. Und was ist passiert? Wir sind der Nachkomme Abraham. Wow, und die Juden auch natürlich, es gibt zwei, ja, geistlich und wir, natürlich die Juden und wir im Geistlichen. Aber sie rufte die Sache, sie sprechen darüber. Über was sprechen wir? Wir sollen uns ermutigen als Christen. Die Gemeinde wird wachsen, Halleluja. Man wird Wachstum sehen in der Gemeinde. Die Gemeinde wird stärker sein. Ja, wir werden mehr Einheit haben. Werde dies und zell. Was sprecht ihr über eure Gemeinde? Was sprecht ihr über euren Pastor? Was sprecht ihr über die Leiterschaft? Sprich Glauben aus. Ruf die Sache, wie nicht sind, so wie wenn sie wäre. Amen. Setz Glaube frei. Ich war in einer Gemeinde, da sind so viele Wunder und Zeichen. Es war in Südafrika. Es sind so viele Wunder und Zeichen. Und auf einmal, ich sehe einen Geist, so, ich kann nicht erklären, was ich sehe manchmal, aber ich sehe wirklich so einen Geist. Und Gott sagt nur, in dieser Gemeinde ist der Geist des Glaubens. Wow. Und da war so viel Wunder. Leute von dem Rollstuhl aufgestanden, alles Mögliche. Glaube gepredigt, Glaube gepredigt, Glaube gepredigt. Bis dass die Leute geglaubt haben. Die waren vollgepumpt wie die Gänse für Weihnachten mit Glaube. Halleluja. Glaube, 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 Glaube. Amen. Und das ist so wichtig, weil wir leben nicht durch das Sichtbare. Wir leben nicht wie die Leute von dieser Welt, weil wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind von einer anderen Welt, wo ein anderes Gesetz gibt. Und das Gesetz in dieser Welt, von wo wir kommen, ist das Gesetz des Glaubens. Amen. Glaube noch. Glaube noch. Ja, aber wir sehen es noch nicht. Mach weiter. Amen. Mach weiter. Kämpf den guten Kampf des Glaubens. Ich habe noch 10 Minuten. Halleluja. Machen wir weiter mit Glaube? Und es ist wichtig, dass du deinen eigenen Glauben hast. Nicht der Glaube von deinem Pastor, nicht der Glaube von deiner Frau, dein eigener Glaube.
Ich gehe ein bisschen weiter mit Glaube. Ich habe viel über Glaube. Glaube, 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 Glaube. Halleluja. Noch mehr über Glaube. Ein ganz wichtiger Teil. Wie sagt man das auf Deutsch? Genau. Ich habe es gefunden. Danke, Jesus, für die Übersetzung. Ich brauche immer den Heiligen Geist. Unsere Vorstellungskraft. Unsere Vorstellungskraft ist die wichtigste Gabe, die uns Gott gegeben hat. Unsere Vorstellungskraft. Diese Gebäude ist entstanden im Unsichtbaren. Diese Gebäude ist entstanden in der Vorstellungskraft von einem Ingenieur. Es war unsichtbar, es war in seiner Vorstellungskraft, hat er alles geplant und dann hat er das gemacht. Und Gott hat uns, eine Vorstellungskraft gegeben und das ist so wichtig. Augenblick. Und die Vorstellungskraft ist so wichtig. Die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 6, Jakobus 1, Vers 6, hier sieht man, wie Glaube und unsere Vorstellungskraft zusammen sind. Betet aber in großer Zuversicht und zweifelt nicht, denn wer, nee, ja, denn wer zweifelt, gleich den Wille im Meer, die von Sturm hin und her getrieben werden. Seht ihr, einmal oben, einmal unten, Jojo-Christen. Und dann gehen wir weiter im Vers 7. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. Ja. Die französische Übersetzung, ich weiß nicht, welche Übersetzung das hier hat, aber die französische Übersetzung sagt, ein solcher Mensch kann sich nicht vorstellen, dass er etwas kriegt. Er kann sich nicht vorstellen, dass er etwas kriegt. Wenn jemand sich nicht vorstellen kann, etwas zu bekommen, sollten wir uns vorstellen, dass wir das bekommen. Gott hat uns unsere Vorstellungskraft gegeben, ist nicht negativ. Es ist Gott, wie uns das gegeben hat. Es ist die wichtigste Gabe von Gott. Das Wichtigste. In Jesaja 26, Vers 3. Jesaja 36, Vers 3. Da ging er zu ihm, 26. Ich stelle mir vor, dass es jetzt kommt. An der Wand, Jesaja 26, Vers 3. Denn feste Sinn bewahrst du in Friede, denn er vertraut auf dich. Für dieses Wort Sinn in Hebräische gibt es verschiedene Übersetzungen. Also, ja, und eine Übersetzung ist unsere Vorstellungskraft. Der wie eine feste Vorstellung hat, bewahrst du in Friede, denn er vertraut auf dich. Wir tun uns vorstellen, was das Wort Gottes sagt. Wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, können wir in die Bibel hineingehen. Wenn wir die Bibel lesen, können wir uns vorstellen, der Herr ist mein Hirte. Wow, ich mag eine Übersetzung, die hat mich voll beeinflusst. Diese französische Übersetzung von einem Jude, er ist nicht messianisch, aber es ist so gut. Weil Gott spricht viel in Bilder, warum? Es tut unsere Vorstellungskraft aktivieren. Zum Beispiel in dieser Übersetzung sagt Psalm 23, es steht nicht, er führt mich auf grüne Aue, es steht, er führt mich in eine Oase. Wow, dann stell dir vor, überall ist Wüste, aber da ist eine Oase. Ein Liegestuhl mit einem Cola, eine Palme über dich. Das ist eine, ja, und dann, wow, super. Und man kann sich hineinversetzen, man kann seine Vorstellungskraft benutzen, um sich das vorzustellen. Und da kommt man ins Wort hinein. Weil wir denken in Bilder. Alles, was oft, wie geschieht Sünde?
Gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Zum Beispiel, ein Mann oder eine Frau macht Ehebruch. Wie geschieht das? Zuerst tut er sich etwas vorstellen in seiner Gedankenwelt. Man sieht, die Vorstellungskraft kann negativ sein, aber Gott möchte, dass wir unsere Vorstellungskraft benutzen fürs Positive. Unsere Vorstellungskraft ist ganz, ganz wichtig. Und es hat mit dem Glaube zu tun. Man tut sich etwas vorstellen im Glaube, was kommen wird. Und deswegen möchte Gott, dass wir in 2. Korinther 10, Vers 5, dass wir alle Festungen, alle Höhe, wie gegen die Erkenntnis Gottes ist, dass wir alle gefangen nehmen. Und diese gefangen ist auch, das Wort ist auch unsere mentale Perception. Ich sag, Wahrnehmung. Danke, das ist sehr gut. Wahrnehmung, das gefällt mir. Wahrnehmung, was wir wahrnehmen. Ja, obwohl wir sehen es nicht, wir nehmen es für wahr. Es ist etwas, wie da ist. Wenn Gott zu Abraham gesprochen hat, hat gesagt, ja, dein Nachkomme wird sein wie die Sterne im Himmel und wie der Sand auf Erde. Wow, er stellt mal den Kopf vor, er macht sich ein Bild. Wow, die ganzen Sterne. Er braucht ein Bild, damit seine Vorstellungskraft aktiviert wird. Und dann sieht er den Sand, so viel wird. Wow, das kann man gar nicht vorstellen. Seht ihr? Aber er könnte sich das vorstellen, weil Gott ihm das gesagt hat und weil er etwas gesehen hat. In 1. Mose 6, Vers 5 steht auch 1. Mose, Vers 5. Jahwe aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Ah, neue evangelische Übersetzung. Okay. Man sagt auf Englisch, and God saw what the wickedness of man was great in the earth. And they said, every imagination, alle Vorstellung, imagination ist gut, das. Imagination ist Vorstellung. Alle ihre Vorstellung war in ihrem Herz war ständig böse. Wow, die Übersetzung ist gut. American King James Version. Thank you very much. Ja, ist gut. Ihre Vorstellungskraft war ständig böse. Seht ihr, wie manchmal eine Übersetzung von der anderen etwas bringen kann? Und unsere Vorstellungskraft ist ganz wichtig. Und Gott möchte, dass wir, was sollen wir denken? Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Halleluja. Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Bruder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendeine Lob gibt, diese gibt, erwägt, hier schon wieder die gute Übersetzung, sinkt on this. Denkt darüber nach. Denkt darüber nach. Glaube, denkt über der Wort Gottes, über die Verheißung Gottes, über das Positive, was Gott hat für unser Leben. Glaube ist so wichtig. Statt alle negative Hormone zu schauen, Krankheit, Krise, was weiß ich, lassen wir unsere Vorstellungskraft arbeiten in der Verheißung Gottes, bis das unsere innere Sicht anders wird, als was wir mit dem Auge sehen. Damit unsere innere Welt stärker ist als die äußere Welt. Was siehst du? Leute sehen Probleme, andere sehen statt ein Problem. Und das macht den Unterschied. Leute sehen Probleme, andere sehen eine Möglichkeit in dem Problem. Wenn Krise sind, manche Leute gehen bankrott, andere werden reicher. Weil sie sehen in der Krise eine Situation. Und das ist, wenn Krise sind, Gott hat eine Antwort und da sind wir als Gemeinde. Wir sind die Antwort in Krisenzeiten. Weil die Leute werden nicht wissen, ja, ihr seid immer glücklich, ihr seid immer voller Freude. Wieso kommt das, dass ihr so, ihr habt dieselbe Probleme wie wir, ihr lebt in dieselbe Welt wie wir. Wieso seid ihr immer fröhlich? Wieso seid ihr so locker vom Hocker? Ja. Unseren Gott ändert sich nicht. Unser Reich ändert sich nicht.
Wir sind nicht abhängig von dieser Welt. Wir sind abhängig von Gott. Amen. Und wir haben eine Beziehung mit Gott. Und wir wissen, was zu tun ist. Weil er wird uns führen, er wird uns leiten durch diese Zeit. Ich kenne da einen Prediger, ein Freund von mir war in Afrika, ist Afrikaner. Hat er erzählt, wie wichtig es ist, die Stimme Gottes zu hören. Er sagte, er wollte gerade raus aus dem Hotel und der Heilige Geist hat ihm gesagt, stoppt sofort hier. Hat er sofort gestoppt. Ein paar Sekunden nachher, drrr, war eine Schießerei in der Straße. Wenn er rausgegangen wäre, wäre er tot. Seht ihr, wie wichtig es ist, den Heiligen Geist zu hören. Und zu lernen, sich zu trainieren, den Heiligen Geist zu hören. Und wie hört man Gott? Durch Glaube. Alles ist Glaube. Du hörst Gott aus Glaube, weil du glaubst, dass Gott zu dir reden wird. Du hast eine Erwartung, dass Gott zu dir reden wird. Ja, Gott redet nicht zu mir. Hör auf, so einen Käse zu erzählen. Wenn du ein Schaf bist, spricht der Hirte zu dir. Hör auf, Blödsinn zu erzählen. Ja, aber ich höre nicht Gott, ich kann nicht Gott hören, die andere, ja. Da, da. Was sagt die Bibel? Meine Schafe, höre meine Stimme, fertig, Feierabend. Amen. Ja. Echter Kampf heute Morgen. Ne? Ich spüre, es ist echter Kampf, wirklich. Ich spüre, es ist ein Kampf. Ich weiß nicht, ob er Ungläube da ist. Mauer muss von Jesu Namen. Amen. Ist ein Kampf da? Ist ein Kampf, wenn man über Glaube spricht? Ist wirklich ein Kampf? Ne? Wir haben nicht den Geist, wir haben den Geist des Glaubens empfangen. Amen. Und ich zweifle nicht. Das Beste ist für uns, ist nicht für Spezialisten. Spürt ihr eine Müdigkeit oder sowas? Ne? Manche Leute, ne, geht's? Schon ein Kampf, he? Also ich spüre im Geist, ich habe echt einen Kampf. Wirklich, ich habe einen Kampf, da durchzudringen, aber ich würde nicht aufgeben, bis das der Durchbruch da ist. Amen. Halleluja. Wir sind da, um durchzubrechen, weil der Durchbrecher läuft vor uns. Und der Durchbrecher heißt Jesus. In Jesu Namen. Jeder Geist der Unglaube, alles, was versucht, negativ zu beeinflussen, das muss gehen in Jesu Namen. Und das Glaube freigesetzt wird in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke für den Geist des Glaubens. Habt ihr gesehen, was der Einfluss ein Bild hat? Man sagt, ein Bild spricht mehr als 100 Worte. Und ein Bild bringt eine Vorstellung in uns. Der Teufel kennt genau das. Er kennt den Einfluss vom Fernsehen, Kino, Werbung und so weiter. Und er versucht, Angst zu bringen und Lust zu bringen, dass wir Sachen kaufen, die wir gar nicht brauchen. Oder dass wir Sachen kaufen, um andere Leute zu beeinflussen, die uns sowieso nicht lieben. Aber manchmal versucht man, die anderen zu beeinflussen, weil man das oder zähl oder jenes hat. Und man ist beeinflusst. Im Übernatürlichen wissen die Leute, besonders im Okkulten, wissen die Leute, wenn sie lernen, Sachen zu sehen, wie sie zum Beispiel aus ihrem Körper rauskommen und so weiter, dass das geschieht. Macht das nicht, okay? Ist Gott, wie uns nimmt? Ich weiß nicht, wie es passiert. Ich weiß nicht, verstehe nicht, wie da war im Himmel und so weiter. Wie die Sache war, ich weiß nicht, wie es war, aber ich habe nichts gesucht. Es ist Gott, wie die Sache macht. Die Bibel spricht ja von Paulus, er war im dritten Himmel und so weiter und so weiter. Also ist eine biblische Sache. Aber man sieht zum Beispiel auch Leute, wie Mokul sind, in Kampfsport zum Beispiel, wenn sie die Steine kaputt machen, lernen sie, dass sie sehen, dass ihre Hand schon auf der anderen Seite ist vom Stein und dass der Stein kaputt ist. Seht ihr die Kraft, wie da ist in dieser Vorstellung? Die Leute, die den Turm gebaut haben, die wollten bis der Himmel bauen, weil diese Fähigkeit, die uns Gott gegeben hat, die Vorstellung, und Gott müsste angreifen. Gott hat angegriffen, damit das nicht geschieht. Wenn zum Beispiel diese Prinzip in der geistlichen Welt, und die Leute im Okkulten kennen das, aber für uns gilt das Gleiche, das funktioniert. Was macht Gott in der Wüste, wenn sie gebissen worden sind von einer Schlange? Was macht Gott? Er nimmt eine Schlange hoch und sagt, wenn ihr darauf schaut, werdet ihr geheilt. Wow, sie müsste schauen und sich vorstellen, dass sie geheilt sind. Und was ist passiert? Sie würde geheilt. Auf ein Ding schauen ist doch verrückt, oder? Schauen. Okay, wir schauen darauf und wir sind geheilt. Danke, Jesus.
Amen. Und das sind Gesetze, wie Gott geschaffen hat. Weil ja diese Schlange, wie da gehoben war, das war ein Mittel, um ihre Glaube freizusetzen. Es war ein Mittel, wie Gott gebraucht hat, um ihre Glaube freizusetzen, damit die Kraft Gottes sie erreichen kann durch Glaube. Die Bibel sagt, dass wir schauen sollen. Und wenn wir auf etwas schauen sollen, sollen wir vielleicht manchmal von manchen Sachen wegschauen, damit wir schauen auf ihn, der Anfänger und der Vollender unserer Glauben. Amen. Manchmal schauen wir mehr unsere Probleme, wir beschäftigen uns mehr mit unseren Problemen. Unsere Vorstellungskraft wird programmiert und beeinflusst durch die Probleme, statt auf ihn zu schauen, damit Glaube wächst. Das Wort Gottes bringt Glaube. Nimm das Wort, lies das Wort, meditiere das Wort. In Apostelgeschichte 3, Vers 4 sagt Petrus auch mit Johannes, schaut auf uns. Schau nicht auf die Krankheit, schau nicht auf den Rest, schau auf uns. Schau nicht auf den Fluch, schau auf den Segen, wie da ist. Und dann wird der Mann geheilt. Deswegen ist es wichtig, und ich werde damit enden, deswegen ist es wichtig auch, in manche Gemeinde wirst du predigen und du spürst, wow, es geht durch wie ein Butter. Und manchmal spürst du totalen Widerstand. Warum? Weil die Leute haben eine Vorstellung, die glauben einfach so wie Kinder, was gesagt wird. Du gehst nach Afrika, du predigst, die Leute glauben einfach. Die glauben, die Leute werden gesund. Die kommen, die rennen nach vorne, werden gesund, werden geheilt und so weiter. Warum? Sie haben eine Vorstellung. Sie stellen sich vor, wow, wenn der Mann Gottes was sagt, dann ist es so. Ganz einfach. Wenn Gott das sagt, dann ist es so, es ist nicht anders. Fertig. Aber hier, man muss alles analysieren. Es könnte ja falsch sein. Oder dies. Wir haben so eine Prägung, dass man alles analysiert und muss alles, passt das mit meiner Theologie? Hatte Adam einen Bauchnabel oder nicht? Das ist ja ganz wichtig. Das muss man ja wissen. Und dann sucht man, sage ich, ist alles nur Käse? Echt? Glaubt einfach. Wenn wir nicht wie Kinder werden, hat Jesus gesagt, kommt zurück an der Einfachheit von Jesus. Ganz einfach. Halleluja. Amen. Halleluja, danke Vater. Danke Vater. Halleluja. Ich möchte einfach für die Kranken beten, wenn die Kranken kommen können. Wenn ihr Glauben habt, so wie ein Senfkorn. Halleluja. Der Kranken solle kommen. Habe ich Blödsinn erzählt? Nein, manchmal erzähle ich, einmal habe ich etwas erzählt, ich kann mich erinnern mit meiner Frau, die hat angefangen zu lachen. Ich denke, was lacht sie jetzt? Und auf einmal haben alle im Saal gelacht. Ich habe gesagt, es waren Ananas und Saphira, nicht Ananias, Ananas und Saphira.